So, und da kommen wir auch schon zu den letzten Kandidaten des Bootcamps dieses Jahr. Fett in den USA, Essen in Washington, Follow Me Around in Florida findet unser Bootcamp wohl übers Meer in Amerika statt. Es heißt Bootcamp, Kelly, aber du hast recht. Unsere Kandidatin Nina Jasmin treibt sich sehr viel in den Staaten herum. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal ein Video von ihr an. Bitte. Das war ein Witz. Okay. Wenn du in die USA gehst, dann wirst du noch mal richtig zunehmen. Die Amerikaner sind doch auch alle so dick. Cool, die macht sogar Au-pair. Ja, wir freuen uns, dass du dabei bist. Kommen wir nun zu Dylan In, einem sympathischen Jungen, der mit Lifestyle auf seinem Channel überzeugt. Schau mal, Michi, von dem können wir uns voll die Tipps holen, wo wir am besten online shoppen können und was für limitierte Schuhe es so gibt, günstig, so voll geil. Mrs. Vlog, Sie sollen etwas von uns lernen und wir nicht von Ihnen, das haben wir schon mal besprochen, aber du kapierst es einfach nicht. Ich meine ja nur. Okay. Okay, Kelly, jetzt wütend und jetzt fröhlich was und jetzt du, wieder wir traurig. Wir wollen noch die Kandidaten vorstellen. Ja, aber es ist ein ziemlich genialer Übergang, denn jetzt kommt die nächste Kandidatin, Lisa Del Piero. Oh, und wenn ihr euch fragt, woher kenne ich Lisa Del Piero, die kommt mir irgendwie bekannt vor, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass sie 2014 bei Germany's Next Topmodel mitgemacht hat. Schmeiß dich in deine beste Pose, Michael. Herzlichen Glückwunsch, Lisa. Wir haben ein Foto für dich. Mensch, Michi, du hast dich heute aber wieder schick gemacht. Red doch nicht so einen Schmarrn, Kelly. Aber weißt du, wer tatsächlich immer sehr schick gekleidet ist? Ich. Nein, unser nächster Kandidat. Was? Sorry. Mein Name ist Zeigo Free und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute war ein ziemlich genialer Tag, wie ich sagen muss. Was könnte ich denn jetzt erzählen? Gibt's irgendwas, was ich jetzt erzählen könnte? Ach, ja, stimmt, es war ja Silvester. Balu! Hab halt den Hund gerufen. Und in dem Moment, wo ich Balu gerufen habe, hat die Frau sich ungefähr so zu mir umgedreht. Als hätte ich die jetzt so Balu genannt und nach der gerufen. Und das liegt natürlich total fern, dass ein Typ, der eine Hundeleine in der Hand hat, mit einem Hund draußen ist, den er dann eventuell mal ruft. Oh Mann, ey. Psycho berichtet in seinen Videos über Sachen, die ihm passiert sind. Ja, zum Beispiel, wie man kostenlos Zug fährt oder was die besten Geschenke sind. Und wir wollen ihm jetzt natürlich auch ein tolles Geschenk machen. Und zwar laden wir ihn zu unserem Bootcamp-Wochenende ein. Yeah. Super Geschenk. Ja, hast du auch bekommen. Ich habe mich gefreut damals. Das ja. war schön. Schön. Jetzt bin ich hier. Toll. Mit dir. Cool. Okay, und jetzt kommen wir zu einem Kanal, wo es anscheinend technische Fehler gab. Kelly und Sophie haben viele Ähnlichkeiten. Ihr erfolgreichstes Video ist 10 Dinge, die Mädchen tun, aber niemandem erzählen. 10 Gründe, warum es geil ist, ein Mädchen zu sein. Sie haben beide regelmäßige Formate. Kelly kommentiert Kommentare und Soja kommentiert Krümel. Und beide tragen wechselnde Frisuren, manchmal türkis, manchmal blau. Hey Zoe, Keks, was geht ab? Oh, mein Dash ist voll LW. OMG! Justin Bieber hat gerade mein Pink gefaced! Oh, es ist real life! Oh, das geht nicht mehr! Ihr seid ja meine Soja-Kekse und wenn ihr durch meine Kommentare lauft,
hinterlass dir Krümel, nämlich die Kommentare sind jetzt Krümel. Gewöhnt euch dran, ist jetzt einfach so. Nicht schubsen, ich hab Joghurt in meinem Rucksack. Duschen. Es ist 2015, wer duscht heutzutage noch? Pff, ist ja sowas von 2014. Kelly, nimm dich besser in Acht. Time to say goodbye. Wieso denn goodbye? Jetzt fängt doch erst alles richtig an. Und zwar am 30. und 31. Mai werden ja alle nach Berlin eingeladen. Und dann treffen sich alle zum ersten Mal. Und wir machen viele coole Projekte zusammen. Und oh, möge Gott uns allen gnädig sein.